Fraser, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Schieß los. Du und Nathan Drake, alles rein professionell? Meistens. Oh Gott, wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl, das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Er war gar nicht so schlecht. Ich meine, oh, dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist auch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Ich hatte gehofft, sie wären inzwischen abgehauen. Wir könnten sie nett darum bitten. Okay, wo waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Das ist es, was zählt, denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Mal los. Kommst du? Ja, bin dabei. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Frechheit. Ja. Was zum Teufel? So gefällt mir das. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich, genieße nur den Augenblick.
Willkommen im Stadtkern von Halebit. Dem letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Halebit? Ja. Komm. Das ist wirklich echt. Was alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Baumeister. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht so ein gutes Ziel abgeben sollen. Ich habe die Treppe nach unten gefunden. Oder das, was davon übrig ist. Irgendeine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Okay, bereit? Du zuerst. Such einen Weg hoch. Sieh mal, man kann unter den Wasserfällen etwas Gebautes erkennen. Oh, du hast recht. Mal hoch. Okay.
Von nahem sind sie noch eindrucksvoller. Und wir kommen gleich näher. Verzeihung. Hier oben. Komme. Komm, hier lang. Ist das auch sicher? Das fragst du mich immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das nicht ist. Oh Mann. Es ist übrigens definitiv nicht sicher. Hab ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Hier, ich hab dich. Schon okay, ich pack das. Nimm einfach meine Hilfe an. Komm hoch! Ja. Nur weil du bitte gesagt hast. Hab ich aber gar nicht. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber liebend gern welche in den Weg, wenn er es für notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb für Halebid ausgewählt? Er wird auch der Wohltatenschenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Ist das wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Na, macht Spaß da drüben? Na und ob. Ja. Verdammt. Fraser! Wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Na, macht Spaß da drüben? Na und ob! Ja. Unglaublich! Wow. Macht Spaß, oder? Das war das Verrückteste, was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke noch drüber nach. Wow! Geschafft. Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Mir wird es noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Asaf noch nicht gesehen haben. Klopf auf Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen... Oh, shit! Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche... Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Yeah. Also, wie kommen wir hier wieder runter? Okay. Immer mit der Ruhe.
Okay. Hier oben ist es stabiler. Beschrei es nicht. Das ist unser Weg rein, dank der persischen Armee. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Bereit? Nach dir. Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Aus, als ob sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Vielleicht einfach nicht sein Stil. Sie das alles heraus? Nein! Wahnsinn. Haben Sie das alles hier aus dem Berg herausgehauen? Sieht ganz danach aus. Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Es muss doch irgendwo rausgehen.
Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Manchmal bin ich gekommen. Ist das alles persisch? Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Das sieht doch schon besser aus. Hey, noch eine von diesen Türen. Mal sehen. Oh gut, das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Hey, hier oben. Was zum Teufel? Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Da ist unser Weg rein. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar. Komm, halt das Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Das Ding kommt mir bekannt vor. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama, der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja. Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Wie funktioniert das alles? Tja, das müssen wir wohl unterwegs rausfinden. Mal sehen, was passiert. Okay, das Teil wurde von mir weggeschoben. Es
Sein Schatten auch. Besuchen wir das. Rüber mit dir. Ich weiß, was passiert. Die Schatten passen zu den Wandbildern. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Es sieht nach Spaß aus. Wie das damit? Okay. Und jetzt? Und jetzt? Da. Für sie gibt es keinen Platz. Kommst du voran? Okay.
Was meinst du? Du musst die Teile bewegen, damit die Schatten zu den Formen auf dem Wandbild passen. Links sollten es anscheinend Shiva, die Axt und Parashurama sein. Rechts sollten es Parashurama, der Stoßzahn und Ganesha sein. Kapiert. Ich glaube, das war's. Geschafft. Sie ist offen. Ja, und das ohne jede Hilfe von dir. Gern geschehen. Salah und der Tiger. Dann mal los. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Oh. Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserle haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein. Hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebid. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte... Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz... Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Das sollte definitiv nicht passieren. Sie löst mich! Oh. Festhalten, schnell! Oh. 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 Ich bin okay. Los! Am Leben sind. Oh, pures Talent. Und ein bisschen Glück. Oh. Hey, gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Ah, hey, was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was zum Teufel ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin.
Hör mal. Tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Oh. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Ich fürchte, das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay. Oh. Das Wasser wird zum Tor geleitet. Also folgen wir dem Aquädukt. Verstanden. Ich gehe vor. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Was? Nee. Sie haben also ihre Stadt geflutet, um ihre Geheimnisse zu schützen. Denkst du, die Soldaten wussten, dass sie nur Köder waren? Ehrlichkeit ist nicht immer die beste Strategie. Das stimmt. Deine Leute müssen zu 100% hinter dir stehen. Also glaubst du, dass Asaf seine Leute im Dunkeln lässt? Oh, aber ganz sicher. Na, sieh mal an. Es geht voran, oder? Vielleicht. Hey, schau dir die Uhr an. Hab sie dem alten Mann in der Stadt abgenommen. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Okay, du nimmst den Linken und ich den Rechten, ja? Was zum... Von mir aus, gute Arbeit. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay.